Hi Leute, in diesem Video versuche ich mal was ganz Verrücktes. Und zwar, ich werde jetzt nur bis, ja, weiß nicht. Also so 6 Minuten werde ich ungefähr spielen. Das Game. Und dann werde ich umschalten und versuchen mal, Pokémon zum, Quatsch, Pokémon. Linkin Park Musik kurz anzumachen. Und dann versuche ich eben, ob das geht, ja. Was wollte ich sagen? Während ihr zugucken könnt. Ja. Wie das hier alles eben so geht, hören wir dann eben Musik sozusagen. Finde ich ganz cool. Mau, 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 mau. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das funktioniert nicht ganz so gut insgesamt. Weil, naja, ich spiele das halt am Laptop und da spiele ich das noch ohne Boxen. Mit Boxen ginge das bestimmt. Aber ich habe halt keine Boxen. So. Also ich weiß nicht, vielleicht lasse ich das auch weg mit dem Musikteil. Auf jeden Fall werden auch noch ein paar Videos kommen, wo ich das mache. Ja. Und Leute, ihr glaubt mir nicht, was ich für eine Scheiße gemacht habe im letzten Video. Ey. Schlimm, ich erzähle das euch gar nicht jetzt, weil das so peinlich ist. Hey, was geht? Gibst du mir was? Ich glaube, hier gibt's nichts. Naja. Dieses Video wird dann, schätze ich mal, kein Fail. Weil, naja, ich gebe mir Mühe, dass das klappt. So. Ich hoffe, man hört meine Mausklicks nicht. Shit, ey. Ja. So, diese Trainerin und schon sind wir in der nächsten Stadt. Bei der dritten Arena. Genial. Ja, jetzt bin ich traurig, Glut ist blockiert, das kann ich nur auf Flammenrad einsetzen. Eine Attacke, die viel stärker ist, oder etwas stärker als Glut. Naja. Die künstliche Intelligenz des Spiels beträgt 5 menschliche IQs sozusagen. Ja, und schon sind wir in der Stadt hier. Die auch in der Vorschau so ein bisschen gezeigt wird übrigens. Ich dachte das war wenig mal, weil... Ja, weiß nicht. Kam mir jetzt irgendwie mal so passend vor. Glücklicherweise habe ich es gerade Abend, also kann man Lichter brennen sehen sozusagen. Aber auch hier in der Spielhalle gibt es hier einen Pokéball. Und ich habe null Ahnung was da drin ist in diesem Pokéball. Oh. Wieso kann ich nicht spielen? Oh ja. Togepi schlüpft. Sehr schön. Ja, okay. Togepi ist geschlüpft. Ich hoffe, ihr habt das jetzt auch. Ja, das kam doch auf dem oberen Bildschirm, ne? Gut. Jemand steht vor der Arena und blockiert sie. Weiß auch nicht wieso. Und ja, was gibt's noch groß zu sagen? Was ist das? Cool. Irgendwas Falsches passiert mit meinem Pokémon. Oh ja, okay. Spitznamenwärter.
Naja. Ich brauche jetzt nicht wirklich. Boah, ein Grafikfehler. Schlimm. So, machen wir erstmal kurz hier oben weiter. Oh nein, nicht jetzt schon. Oh ey. Das Spiel ist jetzt schon stehen geblieben. Ist ja beschissen. Na, ich probier mal kurz, ob hier noch irgendwas jetzt geht. Ich weiß nicht, doch eine Einstellung oder so. Naja, ich glaub nicht. Naja gut, ich cutte kurz das Video, bis ich wieder hier bin und naja, dann geht's gleich weiter. Bis dann. Hi Leute, oder willkommen zurück. Ich bin jetzt wieder hier. Und ja, ich fordere jetzt nur diese Trainerin heraus, weil ich noch in den Untergrund muss. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Boah, hart, ey. So, das Video läuft jetzt, schätze ich mal, seit 4 Minuten, also noch. Ja, weiß nicht, wenn es sich nicht aufhängt. 6 Minuten. Ich würde bloß sehen, dass es auch auf jeden Fall angenommen wird, das Video. So, also der Untergrund hier. Wow, Dinoman, oder auch bekannt unter dem Namen Pokémaniac. Setzt sein Fleckmann ein, was Hölle einsetzt, und ich Flammenrad dreimal und wäsche es. Gut, zweimal Flammenrad, einmal Blut, aber egal. Na, das war jetzt dumm von mir. Blut, ja, ist viel effektiver jetzt gerade. Bam. Okay. Ich weiß nicht, was das kleine Ding da gerade neben dem war. Aber egal, es wird keine entscheidende Rolle spielen in diesem Game. Also von daher. Oh, das ist ja einfach. Wenn er wirklich nur Magnetilus hat, sehr einfach. Ein Voltoball, schon viel härter. Ich glaube, das war ein Roboter Pikachu oder sowas. Okay. Ja, also jetzt hier rein und weiß nicht, was hier jetzt eigentlich ist. Aber das wird nicht wirklich wichtig sein, denke ich mal. So, was machen die hier? Okay. Was ist das? Oh cool, ich werde fotografiert. Kann es sein, dass ich gerade als Rocket dargestellt war? Irgendwie. Ja, etwas seltsam. Okay, der verkauft Sachen. Ein Pokéball erhalten. Und jetzt noch diesen Trainer hier herausfordern. Diesen Pokémaniac. Oh, und der hat einen Schlurp, finde ich sehr gut. Schlurplex sind eigentlich ziemlich gute Pokémon. Nein. Okay, jetzt habe ich eine Idee. Ach komm, Togepi. Ja, gut, okay. Aber wieso schafft das, oder? Ja, ich habe es nicht unterschätzt. Bam! Und wieso, yeah, Epic Win. Eigentlich brauche ich das gar nicht zu trainieren, aber
Naja. Sehr schön. So, jetzt noch den hier. Hoffentlich bleibt mein Emulator jetzt nicht hängen. Sehr schön. Zweimal. Und Smogon? Ne, noch ein Slimer. Ja, okay. Und dann saven wir mal. Denn ja, das Video hat doch schon eine ordentliche Länge erreicht, würde ich sagen. Ja. Hier hinten ist dann dieser verriegelte Gang, ja. Und das war der Untergrund. Jedenfalls der erste Port vom Untergrund.